Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zu der letzten Folge Clash Royale Ulo, Leute. Und ja, wie ihr es in der letzten Folge gesehen habt, ich habe die Folge ein bisschen umgedreht. Tut mir extrem leid dafür. Ich hoffe, ich bin dadurch nicht disqualifiziert oder so. Ich erzähle es gleich mal, aber ich darf keine Zeit wasten. Ich kaufe erstmal den Prinz, dann habe ich den schon mal freigeschaltet. Und wir werden heute noch 15 Euro aufladen. Das mache ich jetzt direkt schon zum Beginn. Das werde ich wieder zensieren. Und ja, Leute, ich habe auf jeden Fall die Folge 9 vor der Folge 8 hochgeladen. Das war ziemlich dämlich, Leute. Also tut mir extrem leid dafür. So, wir haben jetzt erstmal das 5-Euro-Paket gekauft und jetzt nochmal das 10-Euro-Paket, Leute. Sollte gut drin sein. Ich habe auf jeden Fall die planmäßige Veröffentlichung statt dem 31. Oh Gott, Leute, ich muss meine Mastercard bestätigen. Auf jeden Fall, Leute, habe ich eben die 8. Folge auf den 31.01. anstatt dem 31.12. gestellt. Deshalb kam auch relativ lange kein Ulo mehr. Aber, Leute, jetzt sind wir in der letzten Folge. Wir können noch mal ein paar Kisten öffnen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und wir werden heute ein Chest-Opening machen und natürlich Upgrades. So, ich kaufe mir jetzt direkt noch mal den Prinz, würde ich sagen. Ich habe eh noch ein bisschen Gold übrig. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mit der ersten Super-Magie-Truhe, Leute. Let's go. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich freue mich aufs Turnier. Ich kann euch noch leider keinen Termin geben. Und ich habe den Baby Dragon, wann das Turnier startet. Aber, es wird starten irgendwann, Leute. Wir können sowieso keine Legendaries bekommen. Deshalb hoffe ich einfach mal, dass ich gute Karten bekommen. Speerkobolde, uiuiui, die sind nice. Ballon ist auf jeden Fall auch eine starke Truppe, Leute. Das war die erste Kiste. Und ja, wie gesagt, den Termin werdet ihr dann noch erfahren, wann das Turnier startet. Ob wir dann eine Riesenfolge daraus machen oder mehrere, werdet ihr dann alles noch sehen, Leute. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es bei den anderen läuft. Ihr könnt einfach mal die anderen Kanäle abchecken und ja, Riesenskelett freigeschaltet. Wir haben die Pfeile nochmal, die Valkyrie und den Blitzzauber 9-mal. Das ist so die schlechteste epische Karte, die man bekommen kann. Aber egal, Leute, wir machen noch weiter. Magietruhe, zack, zack, zack. Und wir haben nochmal den Ballon. Machen wir noch ein paar Riesentruhen auf. Und dann am Schluss machen wir einfach noch ein paar Upgrades, Leute. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall genug Gold habe. Ich würde sagen, ich beginne einfach jetzt schon zum Upgraden. Was ist sinnvoll? Valkyrie? Das Ding ist, ich muss mir halt echt noch ein Deck überlegen. Aber ich denke mal, den Ballon werde ich reinmachen. Dann kann ich auf Level 4 machen. Nee. Oh, no. Auf Level 3. Okay, aber das reicht ja schon mal. Baby Dragon. Ich will ihn eigentlich reinnehmen. Den Prinz. Ich verbessere ihn einfach mal. Wir werden sehen, was ich denn reinnehme, Leute. Schreibt mir auf jeden Fall ein paar Decks in die Kommentare, was ich hier alles reinnehmen soll. Oder mit was ich am besten fighten soll. Ich bin da selber jetzt nicht so der Pro im Decks erstellen. So, Speerkobolde werde ich auf jeden Fall reinnehmen. Die kann ich sogar schon auf Level 8 machen. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich glaube, wir erreichen eventuell sogar noch Level 7, Leute. Das wäre heftig. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Gold. Aber gut, Ritter ist jetzt nicht so eine Favorite-Karte von mir. Mini-Packer, den kann ich auf jeden Fall nochmal verbessern auf Level 5. Den Blitz auf keinen Fall. Die Pfeile wären eigentlich ganz nice, aber ich glaube mal, die One-Hitten sowieso alles. Ich glaube nicht, dass die, dass meine Gegner oder meine Rivalen auch so gute Karten haben, sagen wir es mal so. Rakete. Nee, ich spiele auf jeden Fall keine Rakete, das kann man sich echt nicht geben, Leute. Das ist No-Go und mein Akku wird gleich leer, Leute. Ich hoffe, dass die Folge sich noch irgendwie ausgeht. Wir müssen nachdenken. Koboldhütte habe ich auch nicht unbedingt Bock. Grabstein ist jetzt auch nicht so mega heftig, obwohl gegen Prinz, doch. Wir nehmen den Grabstein rein. Ich denke mal, viele von den Gegnern werden auch Prinz spielen. Deshalb, ja, passt es schon mal. Skelettarmee bin ich jetzt auch nicht so der Fan von Ritter, wie gesagt. Naja, Musketierin, ich werde es einfach mal upgraden. Level 5 ist auf jeden Fall drin. Die Valkyrie genauso, zack. Und wir haben kein Gold mehr. Das ist jetzt ein Problem. Wir können noch ein bisschen Gold kaufen. 10.000, das machen wir erstmal. Dann können wir auf jeden Fall noch ein paar Upgrades machen. Valkyrie geht auch auf Level 5 hoch. Level 6 geht sich leider nicht ganz aus, aber wir erreichen noch Level 7 in dieser Folge. Wie heftig ist das, Leute? Wir haben 100 Spielminuten und ich schaffe es einfach auf Level 7. Natürlich mit 50 Euro Gems sozusagen. Das muss man dazu sagen. Lakaien werde ich definitiv, glaube ich, ins Deck nehmen. Ich überlege noch, die Hexe ist auf jeden Fall auch eine starke Truppe. Ich will jetzt zwar nicht in der Folge das Deck bauen, das kann ich dann halt beim Turnier machen sozusagen oder davor. Aber wir machen jetzt einfach noch ein paar sinnvolle Upgrades und Leute, wir erreichen echt noch Level 7. Das ist heftig, okay. Rakete? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Komm, ich mache noch die Pfeile hoch. Und, Leute, wir sind einfach Level 7. Bam! Levelaufstieg, wir sind Level 7. Das ist extrem krass innerhalb von 100 Spielminuten, wie gesagt, Leute. Was wir hier in Ulo erreicht haben,
ist nicht schlecht. Also man kann sich nicht beschweren. Ich hätte mir echt nicht vorgestellt, dass es so gut läuft. Ich hätte eher so gedacht, jo, ich chill das so auf Level 5 oder so. Aber durch die 50 Euro, die wir eben auch ausgeben dürfen sozusagen, geht das schon recht gut voran. Und ich glaube, ich kann jetzt sowieso alles noch upgraden. Die 10.000 Gold haben sich auf jeden Fall gelohnt. Ich könnte noch den Prinz im Shop ein paar Mal kaufen, aber viermal, das geht sich echt nicht mehr aus. Deshalb lasse ich das einfach mal und mache noch ein paar Upgrades, dass wir wenigstens noch ein paar EP bekommen. Macht zwar jetzt nicht mega viel Sinn, aber was soll's. So, Kanone ist jetzt auch hochgelevelt. Der Blitz wird auch nochmal gelevelt, auch wenn es nicht unbedingt ja toll ist. Aber gut, alle Karten sind jetzt maximal gelevelt. Zumindest so hoch ich sie leveln kann mit den Karten, die ich bis jetzt habe. So, wir sind auf 800 Pokalen, Arena 3, daran wird sich auch nichts mehr verändern, Leute. Wir sind sozusagen fertig. Der Account ist jetzt fertig, Turniere werden erst auf Level 8 freigeschaltet. Aber ich hoffe mal, Leute, dass man in Clans auch so kämpfen kann. Wir joinen jetzt einfach mal irgendeinem Clan und machen mal ein Testspiel. Ja, das funktioniert schon, okay. Ich hätte jetzt echt schon gedacht, yo, Digga, das wäre jetzt nicht so nice gewesen. Aber gut, wir können noch ein paar Errungenschaften hier einsammeln. Haben wir sogar noch ein paar Gems übrig. Damit mache ich jetzt noch eine Kiste auf, würde ich sagen. Einfach eine Riesentruhe. Let's go und wir bekommen nochmal die Skelette. Ja, ist halt die Frage, ob ich die verwenden werde. Glaube ich aber eher mal nicht, Leute. Ich werde die trotzdem nochmal verbessern. Und ja, ich habe nichts mehr zu tun. Der Account ist jetzt fertig, wie gesagt. Clan, wir können Testspiele machen, also wir machen dann einfach so ein Turnier, was wir halt so selber manuell regeln und halt, wir machen Testspiele gegeneinander, weil anders geht es eigentlich nicht unbedingt. Ja, was soll man sagen? Ich bin zufrieden, schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, ob ihr findet, dass ich Chancen habe oder nicht. Also am Skill wird es vermutlich mangeln, aber an den Kartenleveln und so glaube ich nicht, also ich bin gespannt. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Pro in Clash Royale. Ich weiß nicht. Die Seax ist ja jetzt sowieso nicht mehr dabei. Also ist jetzt disqualifiziert, weil er keine Folgen mehr hochgeladen hat. Ich glaube, der wäre, wenn ich ehrlich bin, ein stärkerer Gegner gewesen. Das ist krass. Also ich glaube, er suchtet auch extrem im Moment auf seinem Main-Account. Aber so Mitch wird easy zerstört. Nein, Spaß. Wir werden sehen, Leute. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen auf das Turnier. Was könnten wir jetzt noch machen? Eigentlich gar nichts. Ich warte eigentlich schon die ganze Zeit darauf, dass mein Nintendo endlich aufgeladen ist, dass ich Pokémon Sonne beginnen kann, Leute. Jetzt fange ich schon wieder an, so irgendwas zu erzählen in einem Video. Einfach nur, dass ich die 10 Minuten voll bekomme und natürlich alles voll mit Werbung ballern kann. Nein, Leute, aber ihr wisst schon Bescheid. Ja, ich beende jetzt hier an der Stelle die Folge. Mehr kann ich einfach nicht mehr machen. Ja, es ist alles fertig. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Turnier, Leute. Und wir sehen uns vermutlich dort oder morgen bei irgendeinem Video. Keine Ahnung. Was wollt ihr sehen, Leute? Schreibt es mir in die Kommentare. Ciao, ciao.